Mit gerade einmal 441.000 Einwohnern zählt Brunei trotz überschaubarer Größe zu einem der reichsten Länder der Welt. Sprudelnden Einnahmen aus dem Ölgeschäft ist es auch zu verdanken, dass Menschen hier keine Steuern zahlen müssen. Doch seit Jahren sinkt der Haushaltsüberschuss immer weiter. Brunei muss seine Wirtschaft neu aufstellen. Woher soll das Geld nun aber kommen? Das Sultanat von Brunei hat das Image, einer der reichsten Kleinstaaten der Welt zu sein. Es hat das zweithöchste Pro-Kopf-Einkommen in Südostasien, gleich nach Singapur. Allerdings ist dieses Einkommen aufgebaut aus der Öl- und Gasbranche. Und diese Einnahmen sinken beträchtlich. Einerseits durch geringere Förderquoten, andererseits durch den geringeren Ölpreis. Bruneis Wirtschaft lebt nahezu ausschließlich vom Handel mit Erdöl und Erdgas. Bereits im Jahr 1929 werden riesige Ölfelder entdeckt und an Japan, Südkorea, Thailand, Singapur oder die USA ausgeführt. Der Export schützt gleichzeitig den Regenwald des Landes, da eine Abholzung aus wirtschaftlichen Gründen bislang nicht notwendig war. Die sinkenden Einnahmen aus der Ölwirtschaft will der Sultan Hassan al-Bolkiah mit Hilfe des Tourismus nun wieder ausgleichen. Es sollen auch neue Auslandsinvestoren angezogen werden, und zwar mit interessanten Steuerpaketen und auch günstigen Preisen. Die Schwerpunkte, die die Regierung setzt, ist im Bereich Ökotourismus, Lebensmittelproduktion, Digitalisierung und auch Dienstleistungen in der Luft- und Seefahrt.